Hallo und herzlich willkommen zum LS15 auf der OGF USA mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so guckst, was ich hier so treibe und so. Und ja, ich habe es gerade noch mal ein bisschen Stroh gerade in den Mix wieder reingeschmissen, weil ich will es den Wagen hier eigentlich verkaufen. Es liegen ja noch irgendwo zwei Strohballen, gell? Da komme ich jetzt so nicht mehr ran. Egal. Ja, und die restlichen müssen weg. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh, fährst du es mit dem Ding hier einfach schon mal zur Verkaufsstelle oder zeigst du mal den Jungs da draußen wieder, dass du es überhaupt nicht beherrschst? Ich habe mir gedacht, ich zeig's den Jungs, dass ich es nicht beherrsche. Ja, aber eigentlich hätte ich diese blöden Strohballen da gerne noch gehabt. Die liegen jetzt da so klein, cremig in der Gegend rum. Achso, habe ich die Aufladefunktion überhaupt schon wieder anschalten? Arbeitsmodus aus, also im Arbeitsmodus ist an. Was ist denn? Gut an. Ah, das ist da oben. Alles klar, ich habe 28 Ballen drauf. Das weiß ich auch, weil ich es da unten sehe. Ich bin nur gespannt, ob ich die zwei noch erwische oder nicht. Dämlichen Ballen da. Links ist da. Uah, Hilfe. Hilfe. Okay. Da liegen mehr als zwei dämliche Ballen rum. Okay. Ah, geschnappt. Ah, den einen kriegen wir nicht mehr. Das ist schade, aber okay. So, den Rest, den hauen wir raus, weil ich will jetzt den Wagen hier nur loswerden. Ich will ein paar coole Sachen machen oder auch nicht cool, das werden wir sehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Strohballen hier verschmalzen können. So, und dann haben wir nämlich ja, wir müssen ernten, glaube ich, schon demnächst wieder und deswegen Arbeitsmodus aus. Aktive Seite hier und dann mit 3 abladen. Hopp. Tschüss, Ballen. Na komm, geht's rauf da. Komm, komm. Ja, und die geben Geld. 21 pro Ballen, hallo. Naja. Ja, besser ist nix. So, Arbeitsmodus nochmal an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich sehe nix. Ich habe ein Brett vom Kopf. Ja, passiert schon mal, ne? So ein Brett vom Kopf. Sonst habe ich hier wieder so dumme Beine in der Gegend rumliegen. Und ich fahre voll in die falsche Richtung. Na, es kann aber so ganz gut gehen. Ich bin einfach nicht der perfekte, ich fahre mal hier mit dem Dings rückwärts Mensch. Ne? Das wissen wir ja schon zur Genüge, aber ja, es geht so halbert. Ne? Es könnte besser gehen, ich gebe es zu, aber da ist der Nächste, der da einfach irgendwo blöd in der Gegend liegen bleibt. Mein Gott, echt wahr, dann lasst es bleiben, ihr Ballen. So, jetzt schauen wir, wo die hier einfach mal alle aufs Förderband draufbringen und dann weg mit dem Zeug aus. Da und raus damit. Ach, super, hey. Seid solche Heldenballen. Aha, da. Die kriegst du gar nicht mehr, oder? Nee. Ach komm, vielleicht schafft es dann der nächste Ballenwagen, den wir uns besorgen. Den verkaufen wir jetzt. Aber bevor wir den verkaufen, fahren wir erstmal noch einen Blumenkübel zusammen, dass die Frau wieder was zum Schimpfen hat. Ja, sie hat es nicht gesehen, Gott sei Dank. Aber eigentlich sollte es ja gewohnt sein von den USA. Da habe ich es ja auch schon ab und zu mal ihr Zeug zusammengefahren. Das ist ja aber. Weil sie mag es halt ab und zu nicht so gern, gell, wenn man das so macht. Das verstehe ich ja auch irgendwo, aber ja, so ist das. So, da steht der Raps und hinten steht der Weizen. Ja, und was ernten wir jetzt als erstes? Wir brauchen Kohle. Ohne Ende Kohle. Das heißt, wir hauen den Raps raus und verkaufen ihn sofort, oder? Ah. Wäre eine Idee. Ja, ich weiß, ich habe jetzt in der letzten Folge gesagt, ich will einen zweiten Drescher, aber der ist mir, glaube ich, auch noch zu teuer. Wäre cool wäre das ja schon, ne? Ich meine, wir schauen jetzt mal, was der Toni so für uns da hat. Als erstes kriegt er mal hier den alten Wagen zurück.
So. Mal die richtigen Tasten gucken und erwischen. Ja, warum ich ab und zu die falschen Tasten erwische, das kann ich eigentlich mal erklären, ne? Das liegt ja nicht nur an meiner Blödheit, zum großen Teil natürlich schon, aber mein Keyboard ist hier so halb links von mir. Vor mir ist ja das Lenkrad, dann daneben der Joystick und die 6-Gang-H-Schaltung vom G27. Und dann ist ja direkt vor meiner Schnauze hier das Mikrofon mit dem kompletten Ständer, allen drum und dran, und da muss ich ab und zu so drüber gucken. Sonst finde ich die Tasten nicht. Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und dann triff ich halt ab und zu mal, wenn ich meine, ich bin eh richtig auf der Tastatur, die falsche. So kann es passieren. Okay, ich wollte mal gucken. Ne? Ich habe gesagt, lass uns mal schauen, was der Drescher kostet. Der coole Einisei. Ist gar nicht mal so teuer, ne? Und das Coole ist, wenn man das da hinten hin tut, dann gibt's Ballen. Und wenn man das hinten hin tut, dann gibt's... Oh Gott, wie war denn das? Dann häckselt er das Stroh gleich raus und haut es in einen Wagen rein, den man hinten anhängen kann. Also hätte man ein Häckselgut. Ja, deswegen habe ich das auch das letzte Mal verwechselt, dass ich meinte, ich hätte einen Häcksler. Und guck mal, Helmut, du warst es, glaube ich, ne? Mit dem Don, hier ist er. Kommt irgendwann zum Einsatz. Aber der Einisei, ne? Der Einisei, der ist schon cool irgendwie. Aber eigentlich ist es erstmal Quatsch. So, bevor wir irgendwas weitermachen, ich lass mal kurz den hier stehen. Machen wir aber aus. Dann beamen wir uns 2, 3 weiter daher. Und gehen an den Raps. Wo fahre ich ihn hin? Und ich brauche irgendwann einen Schneidwerkwagen, weil ich krieg das Schneidwerk nicht in die Waschanlage. Ich habe schon alles probiert, aber ich krieg's nicht rein. Und ich muss besser mal... Ich wollte mir eigentlich noch ein Mod runterladen, bevor ich jetzt wieder anfange. Egal, machen wir es beim nächsten Mal. Brauche ich jetzt noch nicht. Ich sage jetzt auch noch nicht, was es ist. Ein bisschen die Spannung hochhalten, ne? So, aufklappen. Nein. Das da aufklappen? Nein. Ja, dann klappt die doch mal auf. Ja, welcher ist denn jetzt der Aufklappknopf? Ich bin auf dem Schneidwerk, alles klar. Da kann ich lang rumdrücken, ne? Ich war schon auf dem richtigen Knopf, aber wenn ich natürlich auf der falschen Maschine bin... Okay, dann... starten wir das mal. Ach, es ist einfach... Also den alten Drescher, den liebe ich ja. Also ohne Scheiß... Den habe ich im 13er schon gehabt, da habe ich ihn schon geliebt, und ich brauche das moderne Klump nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz darf das aber der Dings machen hier. Franz! Komm jetzt her, Franz, und fahr los. Danke. Ja, noch schnell das Ding hingeschmissen. Dieses Schneidwerk braucht nämlich noch die, den Rapstisch. Moderne Schneidwerke, habe ich gelernt, brauchen das nicht. Abfahren tun wir es hier mit dem... Nee, komm, mit dem hier. Ha! Ich glaube, das wird mein neuer Lieblingsdrescher werden. Ah, da hat er mal was angetan, ne? Aber ich glaube, das wird mein neuer Lieblingsdrescher. Hey, der übertönt sogar die Musik. Wahnsinn, der ist so geil laut. Und der braucht nicht einmal ein Gewicht, der ist ja so sackschwer. Also er ist ja da locker mit der Sämaschine hinten durch die Gegend fahren. Oder hat es beim Fallen Benz beim Schaf anfahren vorne aus dem Luftkuchen. Der hat richtig Männchen gemacht. Der braucht Gewicht und er braucht es nicht. So, und dann machen wir einen Aufbau hoch. Dann bin ich letztes Jahr... Sorry, dass ich mir die Namen immer nicht merken kann. Ich soll es mir vielleicht mal angewöhnen, alles aufzuschreiben, aber ja. Irgendjemand hat mal doch geschrieben, warum machst du eigentlich nicht den Aufbau auf? Dann kannst du viel mehr laden. Ich sage, ja, kann ich, gell? Aber warum mache ich es nicht? Ich habe keine Ahnung, weil ich das immer vergesse. Nehmen wir komplett ohne. Das ist eigentlich der Häckselaufbau, ne? Machen wir es so. Erstmal
Müssen wir schauen, dass das Korn noch drunter passt. So, dann stellen wir dich schon mal hierher. Und jetzt dreschen wir mal. Ich meine, da oben steht, wir kriegen schlechtes Wetter. Ich hoffe ja nicht, dass dem so ist. Aber es steht da, wir kriegen schlechtes Wetter heute. Tag 7, Sonntag. Wow, wir sind schon am Tag 7. Und er fährt im Kreis. Ja, passt schon. Dann fahren wir halt mal hinterher. Schauen wir mal, wer schneller ist. Der Franz oder ich? Ich natürlich, ganz klar, aber hallo. Okay. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Ein bisschen planen, was wir kaufen. Vielleicht nehme ich mal Geld auf. Ich wollte eigentlich schon längst mal zurückzahlen, aber wir bräuchten noch einen Kipper. Wenn wir noch einen zweiten Drescher haben, brauchen wir noch einen zweiten Kipper. Es bringt ja sonst gar nichts. Ja, nur welchen? Weil der Fortuna, den wir haben, ist ein reiner Häcksler. Also rein Häckselgutdingens. Wir könnten den nehmen. Ne, Fortuna haben wir schon. Oh. Oh. Oh, genau, das wäre die Idee. Wir nehmen einen LKW. Mal schauen, was der kostet. Weil der Toni hat mal nämlich einen coolen LKW mitgebracht. Schaut's her. Magirus Deutz. Geil, oder? Die sind noch nicht mal so teuer. Also noch einmal. Oh Gott, schau mal, das sind 15,2. Aber warum ist denn der hier billiger? Ach, weil der nur eine Achse hinten hat. Das reicht uns doch. 14,8. Sonst haben wir nur so ein modernes Klump hier, genau. Sattel. Das ist alles Sattel. Das ist ein 6x6 und das ist ein ganz normaler. Oh Gott, Leute, es wird schon wieder so. Es ist schwierig hier. Okay, also der 15,2 oder 14,8. Und als Kipper kommt natürlich dann nur hier die Dinger da in Frage. Der hier, 12,7. Aber im Endeffekt ist das billiger als die hier, schau her. Ja, fast, ne? 17, 12, ne, der kostet 12,7 und 14, was waren's? Sind wir auf Gottes Kopfrechnen auch noch, das vor allen Leuten. 14, 6, 26, 27, ein bisschen was, glaube ich. Oder 28, wenn wir den großen nehmen. So, dann können wir den hier nehmen mit von 20 bis 30.000 und da hätten wir 13,2. Ja, aber wir hätten hier natürlich ein Fahrzeug, was alles könnte, ne? Und der kann. Kann denn der eigentlich? Gerste? Mais? Kartoffeln? Raps? Ach, der kann die Standardfrüchte. Aber da steht, der kann den ganzen Restaurant. Warum steht es dann da nicht dort? Der kann ja so ziemlich alles laden. Auf dem bringen wir alles rauf und auf dem nicht unbedingt. Da hätten wir auch noch ein Sattelauflieger mit Tank. Was kriegen wir jetzt da rein? Da hätten wir einen Milchtank. Schau her. Könnte man noch Milch fahren mit dem Ding. ja, ich glaube also den. Ich muss jetzt mal kurz. Ach Gott, der hatte erst 29% drin. Ja, natürlich. So, machen wir den mal aus hier. Das ist natürlich jetzt schon schwierig. Ich muss mal kurz in die Garage gucken, ob wir nicht noch irgendwas hätten, was wir nicht mehr brauchen. Da würde ich gerne neue für besorgen. Die könnte man eigentlich rausschmeißen. Da kommt dann irgendwann auch eine neue. Da haben wir ja gerade noch eine da. Zwei Sämaschinen sind zwar cool, aber eigentlich reicht eine auch erstmal. Und da gefällt mir die Kuhn hier momentan besser. Die verbraucht weniger Saat, habe ich das Gefühl. Ich könnte natürlich mal. Ja, ich gehe mal Geld besorgen. Benz. Weil ich ihn gerade gesehen habe. Ich meine, ich will ein paar Sachen kaufen und ihr wollt ja auch mal ein paar neue Sachen sehen. Und
Ich fahre in die falsche Richtung. Nee, passt schon. Ich meine, hallo, dann fahren wir halt mal hinter zur Gelddruckmaschine. So zwischendurch darf das schon mal erlaubt sein, oder? Dass wir ein bisschen Action reinkriegen in die ganze Geschichte. So, Augen zu und durchs kommt keiner, sag ich doch. Ah, und da kommen wir auch noch dran vorbei. Mei, Wahnsinn, hey. Michael Schumacher für Arme ist wieder unterwegs. Haltet euch fest, Leute. Achtung, Achtung, es geht los. Hua. Oh, und die Folge ist auch schon wieder vorbei. So laut überlegen, was wir kaufen und tralala, habe ich so echt wieder... Ey, ich kann Zeit schinden, oder? Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön, aber sorry, das gehört mit dazu. Man muss ab und an mal überlegen, was man so tut oder auch nicht tut. Und in dem Fall... Schau mal, der ist wieder voll. In dem Fall tue ich jetzt mal hier ganz frech ein bisschen für Kohle sorgen. Weil, ich meine, das Ding steht hier für was auch nicht, ne? Also tun wir mal ganz frech ein bisschen Kohle besorgen. Ich mache das jetzt mal zwischen der und der nächsten Folge hier mal so ein paar Hänger reinkippen. Und dann gehen wir nächste Folge einkaufen, dann holen wir uns den eine Sei. Oder wie der heißt, falls ich da jemals reintreffe. Na, siehst mal, sogar an ein Achser-Fail zum Schluss noch hingeschmissen. Mein Gott, ich kann's, ne? Alles klar, so. Kohle kommen, ja, da kommt die Kohle. Schau, schau, schau. Und schon können wir wieder einkaufen gehen. Alles klar, also ich schaufe hier noch ein, zwei Hänger rein, damit ein bisschen Geld da ist. Und dann gehen wir wieder einkaufen. Wir brauchen ein paar Sachen. Und dann hoffe ich, ja, hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, würde es mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Du darfst auch gerne dieses Video teilen. Du darfst eigentlich so gerne alle Videos auf dem Kanal teilen, wenn du willst. Und du sagst, hey Leute, der ist gut, den schaut euch auch mal an. Einfach teilen, ist am einfachsten. Und empfiehlst den Kanal auch gerne weiter, damit wir hier wachsen. Und ja, dann hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.